Hallo, das ist ein neues Video. Wer hätte es gedacht? Auf dem Kanal Konterholz. Heute werden wir mal wieder ein Einzelstück bauen. Was für ein Holz werden wir benutzen? Das ist im Prinzip die Fortsetzung von einem Stück Holz, was eigentlich in einem anderen Projekt sein sollte. Und zwar geht es um dieses schöne Stück Holz. Das ist ein Stück Eiche. Und bei dem letzten Projekt ist das Ganze nicht schnell genug ausgehärtet. Das hat irgendwie 2 Wochen rumgelegen. Jetzt ist es ausgehärtet. So wird ich es auch nicht nochmal machen. Ich will mir aus diesem Stück heute etwas bauen, denn das Teil heute soll mega praktisch werden. Und vor allen Dingen soll es wieder mal, es ist immer so das Thema, worum es ja eigentlich immer geht, es soll Ordnung in mein Leben bringen. Und weil ich von dem privaten Leben nicht so viel habe, baue ich mir das heute, damit ich privat dafür ein bisschen mehr Ordnung habe. Ich werde später im Projekt ein paar Worte dazu verlieren. Ich glaube, das ist ein bisschen altbacken, denn das sieht man nämlich so häufig in Wohnungen. Deswegen werde ich das später im Video aufklären. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie das Holz hier unter dem ganzen Kit hier aussieht. Ah, nein! Dumm sei Vater, sein Name. Katastrophe. Leute, ich habe Schablonen gemacht. Ich zeige euch gleich, wie die Schablonen aussehen. Ich habe noch nie so oft den Längsanschlag von meiner Formatsäge bei dem Teil umgestellt. Denn jedes Teil hat keine 90 Grad. Also überall haben wir irgendwelche Spezialwinkel. Das hat ein paar Gründe. Denn ich habe eine Schablone gemacht und habe das dann an der Schablone, nachdem ich es gezeichnet habe, nochmal angepasst. Ich zeige es euch mal. Generell haben wir 2 Problematiken. Zuerst, ich habe kein Holz, was lang genug ist, dass wir das alles aus einem Stück herstellen könnten. Das ist auch gar nicht verkehrt, weil dann hätten wir extrem viel Verschnitt, überall runde Schnitte, wenn wir das Ganze rund gestalten würden. Deswegen mache ich das vorneweg aus 2 Seitenteilen. Das bedeutet, ein Seitenteil besteht aus 2 Teilen. Ich habe deswegen alle Teile so in der Länge her dimensioniert, dass ich beide Teile, also aus einem Stück hier, aus einem so einem Stück deutscher Wildkirsche, herstellen kann. Das hier sind die Teile. Ich zeige euch, wie die ungefähr zusammenkommen werden. Ich lege mal alles auf den Tisch. Das ist ja unser Fuß und da haben wir die nächste Problematik. Der ist nicht so breit. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass unsere Teile, ich werde es noch nicht so genau ansprechen, damit so ein bisschen die Spannung da bleibt, was wir heute bauen. Ich muss alles so ein bisschen auspendeln. Falsch rum. Also, wir werden da später Dinge drüber hängen und deswegen, weil unten alles so schmal ist, müssen wir das auch so schauen, dass die Teile, die draufhängen, später einigermaßen ausgependelt sind. Das heißt, die Teile dürfen nicht zu weit vorne und nicht zu weit hinten liegen. Ich will 3 Stäbe hier oben vorne weg haben und vielleicht unten noch einen, um irgendwie was anderes drüber hängen zu können. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wenn wir hier mal unsere Mitte annehmen, dass das aufgeteilt ist. Jetzt haben wir hier nämlich unseren einen Rundstab, der ist genau in der Mitte. Oben haben wir einen, der ist hinter dem Zentrum und vorne haben wir einen, der ist ungefähr ja, vorne auf dem Zentrum. Das bedeutet, die ganze Kraft wirkt senkrecht auf den Boden. Ich will, dass das später so ist, dass wenn man dagegen kommt, es wird nicht so stabil sein, aber es wird stabil genug sein. Hoffe ich zumindest mal, sonst werden wir uns aber trotzdem was überlegen können. Also habe ich jetzt gerade meine Schablone erstmal im Computer gezeichnet. Ich habe mal alle Winkel dann direkt aus Papier aufgeschrieben, habe sie geschnitten. War auch eine sehr, sehr gute Übung und habe dann festgestellt, okay, das Teil war vorher so. So sind wir halt eben zu weit vorne. Wenn wir dann das Kleidungsstück nach vorne runternehmen werden, dann kann das Ding schneller kippeln. Also habe ich das Ganze angepasst, habe den Mittelpunkt weiter nach hinten gebracht, damit wir halt eben hier hoffentlich eine stabile Basis haben. OSB, nicht so geiles Holz, für sowas ideal. Es ist zwar leider trotzdem teuer geworden, aber lohnt sich definitiv, so eine Schablone anzufertigen, denn wenn wir das Massivholz machen und uns dann verschneiden, ist es doppelt ärgerlich. Also werden wir jetzt mal alle Teile aus dem Kirschholz heraustrennen, herrichten und werden mal schauen, wie wir dann diese Schnitte hier übertragen können.
Teile sind fertig auf Dicke gehobelt. Jetzt können wir die Schablonen anzeichnen und dann geht es auch direkt schon zur Formatkreissäge. Und mit etwas Fleißarbeit haben wir jetzt hier jeweils zwei exakte Teile. Mit der Methode funktioniert das auch wirklich sehr, sehr gut. Wenn wir ein Teil haben, was übersteht, können wir das anreißen und das nochmal nachschneiden. Aber ich sag mal so, bis unter einem knappen Millimeter passt das hier wirklich genau. Das heißt, es ist mehr als ausreichend, was die Genauigkeit angeht. Als nächstes kümmern wir uns um diese Kanten hier, weil die werden wir später nicht mehr bearbeiten können. Man kann jetzt vielleicht denken, oh, ist das alles so cool und oh, ich hätte das auch alles gerne. Es stimmt auch, ne? Ich liebe diese Maschinen hier, aber jetzt nur mal als Info, ich habe jetzt 10 Schleifblätter für diesen Schleifigel hier gekauft. Das waren knapp 100 Euro. Ne? Diese ganzen Spezialwerkzeuge, die haben auch einen Spezialpreis. Jetzt können wir das erste Teil mal verleimen. Ihr seht, ich habe mir da so ein paar Hilfen festgespannt, damit ich gleich auch Spanndruck ausüben kann. So, da kann jetzt überall gut Leim drauf. Und auf die Flächen geben wir jetzt auch genug Holzleim auf. So, Hammer Time! Nice! Ich will heute noch was ausprobieren und zwar habe ich jetzt noch ein paar Risse im Holz. Da werde ich wieder den Easyfix Feinspachtel nehmen, einfach weil der eine super Qualität hat und da kann ich mir sicher sein, dass da halt eben in Zukunft nichts reißt. Ich will den heute aber einfärben. Ich habe das bei einem vergangenen Projekt schon mal gemacht. Nur heute will ich dafür halt eben Pigmente benutzen und da kann es ruhig mal ein bisschen bunt werden, weil ich will mit dem Projekt einfach so ein bisschen auch was ausprobieren. Und zwar will ich das heute mal mit diesen Pulverpigmenten ausprobieren. Und ich glaube, hier dieses Lila könnte ganz cool aussehen. Und ich will auch wirklich heute nur so viel auch anmischen, wie ich es auch wirklich brauche. Weil dann hält so eine Tube auch wirklich ewig. Ich benutze das Material heute, weil es halt eben nach einer halben Stunde dann schon weitergehen kann. Oh, das könnte richtig gut werden. Für euch als Info, was habe ich hier markiert? Hier sollen ja Rundstäbe hinkommen, die werden wir auch gleich herstellen, da werde ich euch zeigen, wie das funktioniert. Und die sollen an diesen vier Positionen hinkommen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass zwischen diesen Positionen senkrecht zum Boden, also 90 Grad zum Boden, wo es halt eben steht, dass da dazwischen auch Luft ist, weil da soll ja auch was drüber hängen und wir wollen nicht, dass das alles ineinander hängt. Deswegen habe ich mir hier eine Referenzlinie von unten nach oben hochgezogen und habe jetzt hier mal wirklich auch mit dem Kreis die Punkte markiert, wo später ein Runddübel oder ein Rundstab hin soll. Wie verbinden wir die? Die werden wir mit Dübeln verbinden. Damit das alles ein bisschen einfacher geht, werden wir das jetzt durchbohren, auf der anderen Seite übertragen und werden dann später Blindstopfen herstellen. Das bedeutet jetzt super wichtig, als erstes mit dem Forstnerbohrer bohren und dann mit einem kleinen Bohrer durchbohren, damit wir die Position auf das andere Teil übertragen können. Und ganz wichtig, nicht verwechseln, dass wir nicht die Stopfen auf die andere Seite machen müssen.
Als nächstes können wir mal diese Rundstäbe drechseln und ich werde gleich auf eine Sache aufmerksam machen. Nachdem ich es gemacht habe, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auch auf. Deswegen werden wir es jetzt erstmal drechseln und dann sage ich was dazu. Na, ist wem was aufgefallen? Ich habe nichts nachgemessen. Das war jetzt alles so eine Gefühlssache. Ich habe oben einmal nur ein gerades Stück Holz aufgelegt, ob wir keine extremen Lücken haben, irgendwie in der Kurve oder so. Und ja, das ist schön, wenn man sich so in einem Thema wirklich reinfuchst und da immer übt und will das irgendwann hinbekommen. Dann kann man solche Arbeiten mittlerweile dann echt super schnell ausführen. Ich habe jetzt für alle Dübel eine halbe Stunde gebraucht jetzt am Stück. Also nicht immer als eine halbe Stunde. Und das ist schon echt eine feine Sache. Ich zeige euch mal ein bisschen näher, wie groß der Unterschied ist. Und das ist so ein Unterschied, den wird man nicht feststellen können. Ungefähr ja, 1 bis maximal 2 mm Unterschied. Das passt. Falls du mal deine eigene Holzschale drechseln möchtest oder generell was drechseln möchtest, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort wirst du einen Link finden zu den Drechselkursen, denn ich biete hier in meiner Werkstatt Drechselkurse an. Da oben sind einige Bilder von den vergangenen Kursen, aber tatsächlich fehlen jetzt zu dem Punkt 11 Kurse, die da noch mit an der Wand hängen. Das heißt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 Drechselkurse. Mega geil. Freut mich wirklich, wirklich, dass das so gut ankommt. Übrigens, der jüngste Teilnehmer war jetzt tatsächlich 14 Jahre alt. Und der Älteste war knapp 80 Jahre alt. Also ist von allem was dabei. Eine Sache müssen wir aber noch machen. Und zwar müssen wir noch die Dübellöcher bohren. Denn wir werden ja alles später mit Dübeln verbinden. Das heißt, ich werde die Maschine einmal umrüsten. Einfach der Vierzack-Mitnehmer. Der muss raus, da muss ein Bohrfutter mit einem entsprechenden Bohrer rein. Und dann können wir das Ganze schön zentrisch auch bohren. Also ich bin jetzt ziemlich heiß drauf zu sehen, wie das Ding hier fertig aussieht. Das heißt, jetzt werden wir ein bisschen Gas geben, alles einmal final schleifen. Vor allem hier diese gekitteten Stellen, die will ich auch fertig sehen. Und darum kümmern wir uns jetzt. Welch ein Wunder! Alles ist fertig geschliffen und jetzt ist das Möbel hier bereit, dass wir hier das Kontoholz-Holzfinish drauf machen können. Warum benutze ich das Kontoholz-Holzfinish? Relativ simpel. Ich will das Teil heute noch mit in meine Wohnung nehmen und möchte das Ganze auch noch heute Abend benutzen können. Und da will ich natürlich nicht, dass die ganze Bude dann nach irgendwelchen Lösemitteln stinkt. Und deswegen nutze ich hier das Kontoholz-Holzfinish. Zieht sehr schnell ein. Wenn wir es gut abreiben, können wir das Projekt dann auch schon mitnehmen. Und das stinkt vor allen Dingen nicht. Es ist ein leichter Geruch von Bienenwachs halt eben dabei. Aber das war es dann auch schon. Also damit können wir das Ganze jetzt einreiben, reiben den Überschuss anschließend ab und dann kommen noch ein paar Füße drunter.
wenn wir gerade dabei sind, deswegen habe ich das Video auch am Anfang angefangen, da haben wir kurz drüber gesprochen. Hier diese Kittstelle mit diesem einen Komponentenmaterial, was ich hier gemacht habe, habe ich nach unten gedreht, weil einfach die Oberfläche nicht schön war. Also das sieht eigentlich cool aus, aber wir haben halt viele Lufteinschlüsse drin. Übrigens mit dem Kondolzholz, finde ich, können wir auch über die Stellen drüber gehen. Es ist aber jetzt nicht so eine saubere Oberfläche, dass ich die hier wirklich oben sehen wollen würde. Deswegen habe ich sie nach unten gedreht, für euch als Info. So Leute, das Projekt ist fertig. Ich will ein paar Worte zu verlieren, damit ihr wisst, warum ich das vielleicht alles so gestaltet habe, wie ich es gestaltet habe. Also, das hier ist eine Kleiderablage. Wenn man abends heimkommt, kann man dann seine Klamotten nehmen und kann die hier drüber hängen. Keine Ahnung, ob ich der Einzige bin, der das so macht, aber ich denke, da gibt es mehrere draußen, die das auch ähnlich machen. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich bin meistens abends so um 7 Uhr, um 6 Uhr daheim. Da ziehe ich dann Kleider an und die habe ich dann ja, eine Stunde, zwei an, bevor ich dann pennen gehe, dann ziehe ich halt meine Schlafkleider an. Das bedeutet, diese Kleider hier, die kann ich ein paar Tage anziehen, weil ich halt eben nur eine Stunde halt irgendwie die Kleider an hatte. Und damit diese Kleider nicht mehr auf dem Boden liegen, habe ich das hier gebaut. Da kann ich dann meine Kleider drüber hängen, damit sie nicht mehr auf dem Boden liegen. Und das war so der Grundgedanke dazu tatsächlich. Ich habe hier so Teile gesehen in den 70ern, also irgendwie in Prospekten, auf Bildern, wo das Ganze früher in den 70ern wirklich in Mode war, dass viele, viele so einen Teil halt eben hatten. Deswegen wollte ich das Ganze auch so ein bisschen moderner gestalten und nicht irgendwie nur geradlinig und irgendwie zwei ganz dünne Holztübel drüber gestalten. Ich wollte das Ganze so ein bisschen modern gestalten, hier mit diesen verschiedenen Winkeln, mit den knalligen Farben als Holzkit in diesen kaputten Stellen vom Holz. Und ich denke, das sollte so gelungen sein. Also ich bin mehr als zufrieden mit dem Projekt und bedanke mich bei dir, dass du so lange am Video dran warst. Bis zum nächsten Moment. Ich lehne was drüber. Abonniert den Kanal, ich werde heute was ganz Neues noch ausprobieren und zwar mit Spanplatte, ob das was ist, ob das das neue Multiplex ist in den Heimwerker Werkstätten oder generell in den Werkstätten. Das gibt es aber im nächsten Video und das soll es dann für heute gewesen sein. Ciao. Ah, Abnacken! Uhu, fertig, fertig.